Raise a glass, you've made it another year. Das heißt, warte mal, das heißt, ich reiße ihn auf. Hau mir das rein. Google mich durch. Eine Minuten. 75 Sekunden, genau. 75 Sekunden und danach sagt er mir aber, ich muss das da reinballern oder was. Da genau. Weil schlucken war halt nicht so gut, weil dann ist der Corona-Test zu mühsam und dann kommt es mit so einer Tube so. Das ist das Wichtigste. Schale ist gesund, gell. Top, todesorganisiert, Konsti. Ist jetzt sehr lange weg und hat natürlich alles am Start und deswegen sind wir jetzt auch nicht beim Herbis. Und deswegen sucht er jetzt auch nicht bei Schuhen einen Schlafsack. T-Shirt, vielleicht ist da ein Schlafsack. Ich renne dem Konsti eigentlich nur hinterher, der sucht noch immer bei Schuhen einen Schlafsack. Ich weiß wirklich nicht, was er macht. Soll man sagen, das ist erst die Hälfte? Das ist erst die Hälfte. Mehr Shoppen. Wir sind im Kühllaster bei Mr. Irish. Wir haben eine Riesenschüssel, die schaut so aus. Und jetzt sind wir am Weg nach Bludenz. Der Pauli sitzt im Büro und macht wahrscheinlich wieder mal nichts. Und David macht Hip-Hop-Bewegungen. Nochmal von draußen zu zeigen. Das ist der Schüssel. It's Schüssels. 36,4687 PS. Der gibt auf der Karte Gas. Da stehst drauf, da geht's rum. Da fliegen die Haare, das boxt nicht. Ist er ja, der Herr Schweiger. Grüß Gott. Du schaust richtig schön zart aus. Zart bitter. War schon mal voller und das muss jetzt alles hier rein. Ich schnipp's jetzt einmal. Ja, hat funktioniert, war überhaupt nicht anstrengend. Yes! So, wie gesagt, der Tag ist zwar noch nicht vorbei, aber ich habe jetzt 2 Stunden Zeit in diesem Auto, weil der nette Herr Schweiger beschlossen hat zu fahren. Finde ich gut.